So, da sind wir wieder und machen jetzt weiter mit den Ruinen der Verstorbenen. Also, gucken wir mal rein. Dies sind antike Ruinen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in den letzten Jahren hier war. Abgesehen von diesen gemeinen Skeletten. Er würde so etwas verlassen. Es ist wunderschön. Ja, die Diebin ist fasziniert von dem Gebiet hier. Weil es schön ruhig ist wahrscheinlich. Und hier haben wir schon die erste Erfahrungsviole. Gleich mal alles kaputt machen. Wir verschmutzen die Umwelt nicht so sehr, wie es die Skelette tun. Oh, hier scheint es noch interessanter zuzugehen. Als an den anderen Stellen. Was denn? Da sind doch gar keine Stacheln. Das ist gemein. Da sieht man keine Stacheln und tritt trotzdem welche rein. Uah. Ja, das war jetzt gerade ein super Stunt. Ah, stirb. Und du dahinter auch gleich. Und dann schwingen wir uns einfach mal hier rüber. Oh, ein Rambock. Ja, genau, schieß den Rambock an. So. Anstürmen. Ja, mit dem Hammer ist er wirklich gut zu Fuß unterwegs. Ein Schlag und das Skelett ist weg. Ja. Auch wenn die Skelette so dumm sind, immer dasselbe machen. Kommt noch eins? Hier brauchen wir nicht mal den Magier wirklich, um das Ding in Bewegung zu setzen. Müssen wir uns immer bloß auf die richtige Seite stellen und dann können wir rüber hüpfen. Die Mauer können wir nicht einschlagen. Doch, können wir. Na, der ist aber leicht gestorben. So, hier die Finger aufschließen. Aua, das war nicht so gedacht. Und selbst hier sieht es richtig schön aus. Hier mit dem Wasser und allem. So, nehmen wir hier mal den Aufzug. Und schießen sie da drüben weg. Und springen hier rüber. Hey, hey, hey. So. Hier geht's gar nicht weiter, oder? Nein. Da muss man nur da unten weiter. Ja, Tatsache. Hier muss man schwimmen. Und da die Diebin, ja, das Atmungsartefakt hat. Oh, das sieht schon schön aus mit dem Wasser oder unter Wasser. Haben sie, sieht das richtig toll aus hier. Auch wenn wieder alles voll liegt mit diesen ollen Zahnrädern. Aber hier geht es erstmal wieder raus. Sieht interessant aus hier. Ich glaube, da oben habe ich schon ein Secret gesehen. Aber bevor wir uns darum kümmern, tauche ich mal hier auf. Kann ich nicht. Weil hier was im Weg steht. Ich kann nur unter Wasser mit meinem Krieger zuschlagen. Wenigstens so die Viole kriegen. Aua. Ja, da würde ich gerne hoch.
hier ist wieder mal der Magier gefragt, nämlich aus zwei Gründen. Erst einmal muss er uns eine Kiste zaubern. Obwohl. Eine Brücke, die wir hier hinspießen können. Und dann da oben eine Kiste drauf. Und so kommen wir hier oben hin. Genau. Und dann die Truhe. Amulette Stärke, das klingt doch was. Erhöht die maximale Gesundheit des Trägers um 10%. Ja, das braucht er auf jeden Fall. 10% sind, naja, eigentlich sind es nur 10 Lebenspunkte, keine 10%, obwohl, nicht pingelig sein. Aber für unseren Krieger am besten geeignet. Und jetzt müssen wir hier den Stein benutzen und das hier einstürzen lassen. Hier unsere Brücke wieder kaputt machen und wieder abtauchen. So. Jetzt müssten wir hier jetzt auch vorankommen, wo wir gerade eben nicht hochgekommen sind. Genau. Und uns wieder mit Spinnen herumschlagen. Okay, da drüben war noch eine Gesundheitsfiole, die ich gerne hätte. Da oben sind mehrere Erfahrungsfiolen, die ich gerne hätte. An die ich aber so... wohl nicht rankomme. Sondern so, so und dann hier rüber. Nein. Na, das ist nicht ganz richtig, was ich jetzt gerade mache. Komische Versuche. Das hier ist ein kleines bisschen komplizierter, das Rätsel. Nehme ich wohl an. So. Normalerweise, genau, kann ich etwas bescheißen, indem ich hier eine Platte drauflege. Und dann müsste ich darüber springen können, aber nein, kann ich nicht, weil ich habe die Platte nicht richtig hingesetzt. So, jetzt wieder hier hoch. Kiste hier hinstellen, sie etwas überschieben. Noch ein Stück drüber schieben. Und hopp. Und damit haben wir alles eingesammelt und können wieder hier zurückhüpfen und weiter. Sehr schön. Und da ist schon wieder so eine nervige Spinne. Und eine Gesundheitsfolie, an die ich eigentlich ran wollte. Da ist eine tote Spinne, okay. Aber Andin lässt bei uns nur ungern ran, habe ich sie. Und hier kommen wir natürlich auch mal dran. So, in etwa. Hier geht's weiter, hier wollen wir aber nicht weiter. Wir wollen erst einmal hier runter.
und kommen auch dort raus. Naja. Hier können wir nicht mehr tiefer. Wohl. Gibt's hier noch was? Sieht nicht so aus. Mal kurz gucken, wie... Oh, wir haben im Augenblick nur 6 Fiolen. Also Gegner-Erfahrung. Gut. Die Kiste da etwas rüber, die brauchen wir nämlich, um hier hochzukommen. Und dann gibt es hier schon Panzerskelette mit Schilden. So. Man merkt, dass die Diebin irgendwie ein bisschen unfair im Vorteil ist gegenüber dem Krieger, was den Schaden angeht. Na, so kommen wir da nicht hoch. Aber ich habe eine Spinne gesehen, die gerne runter möchte. Na, die haben wir jetzt aber perfekt platziert. So, jetzt warten wir erst einmal. Hüpfen hier rüber. Na, das war... Und ja, das sieht leichter aus, als es in Wirklichkeit ist. Glaubt's mir. Aber wir haben es hochgeschafft. Ach, ich merke gerade auch, wir können auch auf die Dings springen. Okay, du hast eigentlich das alte Schild und hältst dich damit für so toll. Jetzt hast du es nicht mehr. Jetzt haben wir es dir weggehauen. Okay, das hier sieht so aus, als ob hier gleich was Böses kommt. Deswegen holen wir den großen Hammer raus. Und schlagen alles zu Klump. Da, du bist auch noch. Hier, bitteschön, hau den Lukas. Jetzt kannst du eine Runde abhängen. Da oben müssten wir wieder per Kistentrick hinkommen. Oder auch nicht. Machen wir es uns einfacher. Wir holen einfach die Fiole runter. So. Genau. Und geh lieber hier hoch. Und weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, wir gerade eh den Magier ausgewählt haben, lassen wir mal wieder eine Kiste auf einen fallen. So. Gibt es hier unten was? Oh ja, hier war eine Energie-Erfahrungsfiole versteckt. Na komm, du wirst doch wohl den blöden Balken treffen. Oh, und hier haben wir wieder so ein schickes Rätsel. So, und so, und hoch. Und da sind wir schon mal hier drüben. Wir schießen mal Pfeile in die Richtung. Weil da irgendwas zu sein scheint. So, und... falsch. Da hoch, Krieger wechseln. Auch dass alle Skelette draufstehen, das macht ihm ja eh nichts aus. Beziehungsweise, das hat ihm nichts auszumachen. Wir fragen erst gar nicht. So.
Aber bevor wir jetzt hier dann weitergehen, mache ich kurz mal wieder einen Schnitt, weil wir wieder über den 15 Minuten sind. Bis gleich, Leute.